Krisenintervention. Beschäftigen wir uns doch mal mit ein paar Highlights von Krisenintervention. Was ist Krise und wie gehen wir mit diesen Krisen um? Es handelt sich bei Krisen um eine Problemlage, die als Folge einer außergewöhnlichen Belastung entstanden ist, die zunächst als bedrohlich, überfordernd und natürlich negativ bewertet wird und deren Lösung nicht durch bisher erfolgreiche Problemlösemuster möglich ist. Ein Zitat von Fritz Simon am Anfang dieses Artikels. Also, es handelt sich bei einer Krise einen Zustand, der vom Normalzustand stark abweichende Belastung bedeutet. Ein temporäres oder zeitliches Ungleichgewicht von Anforderungen und Ressourcen, emotionale Belastung, die ansteigt, natürlich Stress, Schlaflosigkeit, Unruhe, somatische Symptome und so weiter. Der betreffende Mensch ist für Suggestionen in einer Krise empfänglich. Das ist zum Beispiel auch direkt ein therapeutischer Ansatz oder ein möglicher Hilfeansatz. Menschen sind in einer Krise in einer Art von blindem Handlungsdruck. Die Alltagsbewältigung funktioniert nur eingeschränkt. Und natürlich sind Krisen immer zeitlich begrenzt. Betrachten wir verschiedene Formen von Krisen. Die traumatische Krise. Da geht es um Ereignisse, die eine Konfrontation mit tatsächlichem oder aber drohenden Tod oder mit Gefahr für eigene oder fremde körperliche Unversehrtheit beinhalten. Das ist eine Definition aus dem DSM-4. Oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalen Ausmaßes, kurz oder lang anhaltend, die bei fast jedem, also jedem Menschen, eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Eine Zitat aus dem ICD-10. In der traumatischen Krise können wir unterschiedliche Phasen beobachten. Zunächst mal die Schockphase. Ein Schock ist, wenn wir betäubt sind, wenn wir irgendwo dissoziiert sind, nennen wir das psychiatrischerseits. Schock, betäubt. Es funktioniert nicht mehr, die Wahrnehmung ist nicht mehr richtig vorhanden. Wir können Dinge nicht mehr richtig einordnen, wir können nicht mehr richtig entscheiden, die richtige Entscheidung treffen. Wir ziehen uns zurück, wir werden blass und so weiter, wir erstarren oder wir geraten in blinden Aktionismus. Die zweite Phase ist die Reaktionsphase, die Konfrontation mit einer Realität und Emotionen und Versuche der Integration, das alles irgendwo zu verarbeiten. Und das geht drittens dann in der Bearbeitungsphase, eine Lösung, eine Integration oder Blockade. Und eine typische Symptomentwicklung, also eine Abwehr, wie wir oft sagen, also Symptome, die sich daraus rekrutieren, die daraus entstehen. Viertens schließlich die Neuorientierung mit einer Selbstwertstabilisierung. Die Krise ist damit überwunden. Auf der anderen Seite gibt es so etwas wie die Veränderungskrise. Auch hier verschiedene Phasen. Zunächst mal die Konfrontation, also die Problemwahrnehmung, die Ressourcenprüfung, sehr häufig gesteigerte Aktivität. Zweitens das Versagen. Und Versagen bedeutet, wenn etwas nicht funktioniert, dann steigt eine Spannung an, der Selbstwert sinkt. Drittens eine Mobilisierung aller inneren und äußeren Ressourcen, also aller Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, die man irgendwo bekommen kann, zu mobilisieren und gegebenenfalls Versuche der Betäubung. Viertens das Vollbild der Krise mit Eskalation und Entscheidungsthematiken. Fünftens schließlich bei günstigem Verlauf Bearbeitung und Neuorientierung. Chronische Krisen zeichnen sich dadurch aus, dass sie im ersten Augenblick aussehen wie akute Krisen. Es gibt keine klar abgrenzbaren Phasen. Es ist eine grundlegende Instabilität mit aufflackernden Krisenspitzen. Achtung, das könnte sich zu einem Notfall erweitern, vorhanden. Der psychiatrische Notfall ist eine Eskalationsstufe von psychosozialen Krisen. Hier ist ganz wichtig, die Eigen- bzw. die Fremdgefährdung, die immer wieder anzunehmen sind, mit denen man rechnen muss. Diese Menschen sind nicht mehr oder nur noch eingeschränkt erreichbar und
damit vertragsfähig, handlungsentscheidungsfähig? Es müssen natürlich sofort Maßnahmen ergriffen werden, um diese Menschen außer Gefahr zu bringen. Eine psychiatrische Intervention ist oft notwendig, oftmals auch stationär vorübergehend. Hier an dieser Stelle die Symptome für einen psychiatrischen Notfall: Suizidalität, Erregungszustände, Eigen- oder Fremdgefährdungsmöglichkeiten, sowas wie Schizophrenie, Manien, Intoxikation, Alkoholintoxikation, Drogenintoxikation und natürlich organische Störungen. Natürlich akute psychotische Zustände mit Kontrollverlust. Gemeint ist die Kontrollverlust der persönlichen Selbstkontrolle, Wahn, Unruhe, natürlich Verkennung der Realität. Verwirrtheitszustände, Epilepsie, Demenzen, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Traumata, Intoxikationen, Vergiftungen, psychischer Schock und so weiter. Die Bewusstseinsstörungen sind quantitativ, betreffend den Wachheitsgrad, und qualitativ die Klarheit und die Bewusstseinsinhaltsorientierung. Zum Beispiel bei einer Intoxikation, bei einer Vergiftung, bei einem Entzugsdelir, also wenn man süchtig ist, in einer stofflichen Sucht ist und in einen Entzug gerät, vielleicht auch unfreiwillig, und daraus ein Delir sich entwickelt, der Stupor, also die Verharrung, diese Katatonie, auch Depression, Katatonie, malignes neuroleptisches Syndrom. Typische Bewältigungsstile sind hier aktive Auseinandersetzung, Verleugnung, depressiver Zurückzug. Wenn wir an dieser Stelle zu den möglichen Kriseninterventionen kommen, wie gesagt, es sind Notfallmaßnahmen, akute erste Maßnahmen, die man als Begleiter ergreifen kann. Kurzfristig Gefahrenabwehr natürlich. Welche Gefahr ist jetzt wirklich hier konkret und akut vorhanden? Was muss ich da für eine Gefahr abwehren? Wie muss ich den in Sicherheit bringen? Wie muss ich den sichern? Muss ich den beschützen? Muss ich den einsperren? Muss ich den hinlegen und so weiter? Also Gefahrenabwehr, Entlastung. Entlastung bedeutet oft Hinwendung, bedeutet einfach Dasein, bedeutet mit diesen Menschen das Zusammentragen, bedeutet für uns als Psychotherapeuten diesen Begriff Containment. Ich nehme das an, wie es so ist, ich halte den einfach. Natürlich Beseitigung von quälenden Symptomen und Stabilisierung. Mittelfristig Wiederherstellung des Selbstwertes, Wiederherstellung von Handlungsfähigkeiten, Erweiterung des Handlungsspektrums, Schaffen neuer funktionaler Verhaltensmuster, also Verhaltensmuster, die einfach funktionieren und diesen Menschen in seinem Alltagsleben tragen. Beziehung aufbauen ist ganz wichtig. Beziehung ist ja alles. Wir haben ja auch immer wieder gesagt, die psychotherapeutische Grundperspektive ist Beziehung und mit der Beziehung die mögliche Kommunikation, wobei die Sprache hier etwas Wichtiges ist, aber nicht ausschließlich da ist, sondern Beziehung bedeutet vielerlei. Einfach zusammen da sein, kommunizieren, Kontinuum, Verlässlichkeit, Regelmäßigkeit und so weiter. Beziehung aufbauen also, dann Erfassen der Situation, um was geht es hier überhaupt, was ist hier überhaupt vorhanden. Dann die Linderung von Symptomen, dann Menschen mit einbeziehen oder Leute einbeziehen, die unterstützen können, also ein soziales Netzwerk, ein tragendes Netzwerk zu schaffen. Natürlich einen Ansatz zur Problembewältigung finden. Vermittlung notwendiger und wichtiger Informationen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Vermittlung von Zuversicht, Kontrakte oder Verbindlichkeiten eingehen. Kontrakt ist ja sowas wie ein Vertrag, vielleicht ist Vertrag ein nicht so passender Ausdruck an dieser Stelle, aber Kontrakt bedeutet ja eine Verbindlichkeit in Bezug herzustellen. Wir sprechen ab, wir haben besprochen, wir stellen fest, wir sind gemeinsam der Auffassung und so weiter. Natürlich Prüfung der Vermittlung weiterer Hilfen. Und nach der Krise Rückblick und Bilanz. Das ist also ein ganz einfaches Schema, mit Krisen umzugehen und Krisen zu intervenieren und damit da zu sein. Was ist also da wichtig? Es ist eher so ein allgemeiner Rahmenplan. Wir können das also auch noch weiter konkretisieren. Was macht man dann in der jeweiligen Situation? Damit beschäftigen wir uns an anderer Stelle. Aber das zunächst mal als Überblick.